Alright, willkommen zurück zu Fortnite. Neue News ist wieder eingetrudelt. Nintendo hat offiziell getweetet, dass es ein Switch-exklusives Bundle rauskommt mit einem exklusiven Skin, Gleiter, Spitzhacke und noch 1000 V-Bucks. Alle Infos dazu verfasse ich euch mal zusammen. Es ist kein Fake, es ist kein Leak, es ist offizielle News von Nintendo. Ähnlich schon wie das PlayStation-Bundle-Paket mit dem blauen Bomber, ne? Mit dem Royal Bomber hieß er, glaube ich. Er bringt jetzt auch Nintendo ein exklusives Bundle raus, wo die Switch-Konsole dabei ist und halt auch noch ein exklusiver Skin, Gleiter und die Spitzhacke. Wenn man sich dieses Bundle kauft, das wird wahrscheinlich genauso viel kosten wie, sag ich mal, die stinknormale Switch, also irgendwas um die 300 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Den Preis habe ich gerade nicht im Kopf. Kommt am 5. Oktober in den Handel, wie ihr gerade seht. Und wir können uns das Bild natürlich etwas genauer angucken. Was haben wir da? Das Bundle nennt sich Double Helix, ne? Pack Double Helix und kostet 1000 V-Bucks. Es ist der Abstrakt-Skin. Es ist der Militär-Abstrakt-Skin, ne? Und der ist jetzt halt in schwarz, beziehungsweise rot, weiß, schwarz verfügbar. Erinnert ein bisschen an die Mediziner-Skins, wenn ihr mich fragt. Und diesen Skin gibt es bisher nur mit diesem Bundle. Kann sein, dass es in der Zukunft auch irgendwann mal in den Switch-Shop kommt, in den E-Shop, ne? Dass man sich auch den Skin dort einzeln kaufen kann oder beziehungsweise auch, dass man sich mit einer Switch diesen Skin kaufen kann. Aber bisher ist es genauso wie der Royal Bomber. Ist es nun mal so, dass man sich diese Switch-Konsole kaufen muss, um diesen Skin zu bekommen. Von daher, wenn ihr einen Freund habt oder sowas, der dieses Paket kauft, der wird wahrscheinlich dann ein Code da drin sein. Der kann euch den Code dann geben und verlosen. Dann können alle Switch-User den auch einlösen. Ich habe ja auch eine Switch und sollte der Skin auf jeden Fall in den Shop kommen, werde ich euch davon berichten. Und falls ihr euch so die Switch kaufen wollt, aber bisher nicht gemacht habt, könnt ihr euch das Paket ja mal gerne kaufen. Und falls ihr den Skin nicht haben wollt, könnt ihr mir geben, oder? Ihr könnt aber auch gerne ein Abo und ein Like reindrücken, wenn es euch nicht stört. Es kostet euch nichts, ist umsonst. Und es werden mega nice, noch 400.000 Abonnenten zu Season 6 zu erhalten. Vor kurzem wurde ja auch noch das Xbox-Paket geleakt. Und der Würfel dreht sich auch gerade. Den hatte ich gerade im Hintergrund. Naja, seht ihr halt eine Würfeldrehung gerade mit. Er macht sich gerade wieder auf den Weg zu Tilted Towers. Er hat so quasi seinen Schlenker um die Sporthalle herum gemacht. Er macht jetzt wieder Richtung Tilted Towers. Dann geht er hier hoch und dann zu Loot Lake. Morgen ist es wieder soweit. Nicht verpassen, Leute. Ich berichte euch da auf hier natürlich auf allen Plattformen. Von Twitter und Instagram. Das war ja der geleakte Skin, der für die Xbox rauskommen soll. Dafür gibt es immer noch keine wirklichen Infos. Es gibt noch keine offizielle Ankündigung von Microsoft und Xbox. Man hat das nur in dem Xbox Store bisher, in der API Store gefunden, ne? Quasi den Online-Store, den es im Internet gibt. Und da hat man halt in den Code geguckt und dann hat man dort halt diesen Datei gefunden. Beziehungsweise dieses Bild. Aber bisher gibt es keine offizielle Ankündigung. Wir wissen nicht, was und wie und wo rauskommt. Aber es sieht so aus, als ob wirklich Fortnite nun Switch, Xbox und PS4 exklusive Sachen bekommt. iOS fehlt noch. Galaxy hat ja schon was und PC hat mehr oder weniger ihre Twitch Prime Skins. Aber die fehlen natürlich noch. Mal schauen, ob für PC hier noch ein exklusives Bundle rauskommt, aber wahrscheinlich nicht, weil hinter PC steckt kein größerer Markt wie Sony oder Microsoft, ne? So eine exklusive Plattform. Man könnte jetzt einen Steam Skin rausbringen, irgendwie so einen exklusiven Steam Skin oder irgendwas in diese Richtung. Vielleicht auch auf dem Blizzard Launcher, je nachdem, mit wem Epic zusammenarbeiten möchte. Aber ja, es wird mehr. Es wird mehr. Was auch immer für Exklusivverträge Epic hatte oder Microsoft hatte, die laufen anscheinend ab. Und so wie es aussieht, Switch kriegt seinen neuen Bundle. Schreibt mir runter in die Kommentare, was ihr dazu hält. Mal wieder die News, so schnell es geht, wird rausgehauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und gebt mir Flosse. Flop!